So. Ich will ja nicht kurz rumreden. Wir spielen Lords of the Fallen mit einem Xbox-Controller. In den Menüs habe ich soweit jetzt hier schon mal die Lautstärke runtergestellt, damit man nicht hört. Bin nicht ganz cool, wenn das tut. Auswahl der Magie-Klasse. Also, ich finde. Den hier eigentlich ganz cool. Und ich höre mich selbst, das ist schon mal wieder super. So, das haben wir auch gelöst. Den hier will ich, glaube ich. Also ich glaube, der Charakter ist immer der gleiche. Na, den hier, der ist auch ziemlich cool. Oh shit, so viel Auswahlmöglichkeiten. Achso, Magieklasse, okay, okay. Schatten. Rammen. Also, welches wollen wir hier nehmen? Phasen wechseln. Nehmen wir doch das. Und den Kleriker. Nehmen wir den. Ich hoffe, hier kommt so ein Tutorial, was auch was bringt. Ich das verstehe, worum es geht. Gefallener Gott, Schöpfer und Zerstörer von Welten. Höre meinen Ruf. Schon mal eine coole Stimme. Den Typen finde ich einfach mal ultimativ hässlich. Aber was soll's? Komische Glatze, so ein Zauselbart und die komischen Runen auf seinem Gesicht sehen auch wieder gruselig, noch cool, noch irgendwas aus. Oh. Höre meinen Ruf! Meinen Ruf des Widerstands! Jetzt ist das Ding wie ein Eisding. Was zum? Was zum, sag ich auch mal. Warte, wir haben Steinwehr erreicht. Und so nähert sich die Suche nach Antanas ihrem Höhepunkt. Hoffentlich ist der, den wir suchen, den Blutzoll wert. Schon mal gleich ein paar Sachen flimmert. Der Sound war ziemlich nah aneinander geballert. Das hört sich nicht wirklich so. Wir sind endlich da. Machen wir uns an die Arbeit. Es ist ruhig. Zu
glaube ich, auch diese einen Dieben, die sie mir am Anfang gezeigt haben, aber ich habe die nicht wirklich gespielt. Okay. Weil ich brauche den Fuß. War noch Windows. Liste. Ist er jetzt zufrieden? Ich meine, wir hätten ihn so schön alleine erschlagen können, aber. Okay. Gegen ein Roder anzunehmen, seine große Erfahrung. Einfach B. So, ich näher mich ihm mal. Drücke ich jetzt. So, jetzt sehe ich die zwei Klammern. Schild, okay. Das ist wie bei Dark Souls. Das Verhalten deiner Gegner folgt denselben. Gesundheit, Energie, Magie. Okay, das Tutorial war schnell. Schlagen. Fester Schlag, der auch fast meine komplette Energie aufzählt. Was ist das hier? Okay, ein Schildschlag und rollen. Die Steuerung ist. Ups, ah, das ist dieses komische Ding. Okay, Mana regeneriert sich ziemlich gut. Das finde ich schon mal besser als. Dark Souls, weil ich fand einfach bei Dark Souls die Zauber ein bisschen aufgabbaren Sachen, die man theoretisch ja immer hat, damit die den doch umsetzen. Es ist ja genau die gleiche Dark Souls Steuerung, okay. Ja. Diesen Mann. Manche sind beispielsweise blind, sodass du nicht immer kämpfen musst. Tipp, vielleicht solltest du lieber leise sein. Okay. Das hat ganz gut geklappt. Überhaupt nichts. Okay. Komm hier. Oh. Okay. Hier scheint aber auch direkt weiterzugehen, oder? Ja. Ich nehme mal kurz einen anderen Weg hier. Bum, bum. Hier steht der komische Hain. Ups. Okay, ich gehe lieber erstmal den anderen Weg, da wo der Hain nicht steht. Man wird nicht dafür belohnt, wenn man Sachen kaputt macht. Oh mein Gott, das mag ich. Also bis jetzt, es fühlt sich auch smooth an zu spielen, das muss ich sagen. So, wen haben wir denn hier? Den Toten. Okay, er sagt, ich soll mich anschleichen mit anderen Worten. Oh, der guckt eigentlich rückwärts, ne? Den haben wir gegeben? Nehmen. Es ist in mir. Und es verändert mich. Mein Schädel. Die Knochen bewegen sich. Sie wachsen. Bis
fühlt sich nicht wie Gift in meinen Adern an, eher wie flüssige Finsternis. Hm. Wir haben bei den anderen schon gesehen, was als nächstes passiert. Erst lässt es ordentlich nach, dann folgt der Verstand. Bruder William, Bruder Peter und ich werden nicht zulassen, dass die Krankheit uns überwältigt. Wir wählen den Tod, bevor er uns wählt. Okay, also da haben sich zwei, die Typen, die da wahrscheinlich gegen irgendwie selbst umgebracht, weil sie nicht von diesem Gift, dieser Dunkelheit da zerschnickschnack werden wollten. Der nächste hier. Oh, oh. Okay. Ich würde mal behaupten, hier haben wir dann doch schon mal was gefunden. Oh, das ist wieder so ein. Leere Flasche. Ich würde mal behaupten, wir haben jetzt ein Getränk mehr. Kann ich mir so schlecht versteckt, okay. Okay, was mich jetzt aber gerade wundert ist, also ich könnte mir vorstellen, dass der andere Heini da oben sagt, die Tür ist verschlossen, nur den Schlüssel, du Penner. Und dass es dann deswegen hier so lange weitergeht. Das ist natürlich etwas mehr. Ey. Merk schnell mal ganz kurz. Damit habe ich jetzt 52 gemacht. Mit dem ersten Schlag. Es gibt. Okay, macht weniger. Also ganz klar, wie in Dark Souls. Lieber Vater, die Feuer am Horizont breiten sich in Richtung unseres Dorfes aus. Ich flehe dich an, gib Acht. Etwas Böses geht vor sich, das du nicht spürst. Du kannst jederzeit hier im Kloster Zuflucht suchen. Was auch immer geschieht, Antanas kann uns retten. Bitte. Bitte gib auf dich Acht. Eins von Latz geballert. Ist das wieder so ein Trank? Questgegenstand, Riesenschüssel, Energiesplitter. Okay. Okay, man kann auch im Rollen. Oh, okay. Hier haben wir doch was. Ein Magiesplitter hinter dem eingerollten Gegenstand. Also müssen wir leider doch Sachen zerschlagen. Okay, ich hatte gehofft, dass wir sowas hier nicht haben. Ich hasse sowas. Was kostet denn mehr? Ein leichter Schlag oder eine Rolle? Ich denke mal, eine Rolle ist auf jeden Fall billiger von der Ausdauer her. Aber man kriegt sogar große Sachen. So, du solltest dir merken, wo du dieses magische Schaffst. Sich hast ein Gegner, ein Portal. Tipp auf der anderen Seite, warte mal eine Belohnung, du kannst sie nicht. Herausforderung. Krass. Was heißt? Splitter. Okay, ich hab noch nicht ganz verstanden. Hier. Ah, da ist eine Herausforderung. Das ist ein Save Point. Sowas in Art. Aber ich sollte doch erst mit diesem anderen Typen da reden, also hier unten nicht lang. Ah, Mann. Warum gehe ich nicht immer. Ich weiß nicht. Also mein Ziel ist es immer.